start blinking away from translation booth. It's nice and cozy. Welcome to 32C3. Willkommen zum 32. C3. Das ist das letzte Mal, dass ich das hier sagen werde, leider. Ich bin stolz darauf, euch Clarina und Linus vorstellen zu können mit dem Abschlussevent. To be fair, nobody wants to do the closing event. Niemand möchte das Abschlussevent machen. You want to start? Willst du anfangen? Especially not us. Besondere wir nicht. So, also, wir wollen rekapitulieren, was wir an Ideen hatten für dieses Ereignis. Und die erste Frage, die ich gerne fragen würde, ist: Who of you, wer von euch hat sich gehalten an das 6-2-1-Prinzip? He didn't. Er nicht. But it's quite some. Aber das ist eine ganz gute Anzahl von euch. Ich bin stolz. So. Also. Great. Großartig. Your little special effects. Deine kleinen Spezialeffekte. Just blew the show. Haben gerade die Show verdorben. Not much sleep, I nicht viel Schlaf. Ich glaube, das ist das Hauptproblem für die meisten von uns. Ich könnte auf jeden Fall noch wirklich etwas mehr davon gebrauchen. Und einer der Gründe für den Schlafmangel, den wir alle haben, ist, dass einige von euch wirklich unser neues Konzept für die Toiletten gemocht haben und die Möglichkeiten darin sahen. Würdest du? Toilettenparty! Toilettenparty! Warum war ich nicht da? Dies ist etwas, das gerade möglich wird, wenn man keine geschlechtergetrennten Toiletten hat. Also, bei dieser Toilettenparty hatten wir auch diese schönen glühenden Massagestäbe, glaube ich.
Es war wirklich großartig. Ich hoffe, viele von euch hatten Spaß da und haben Party gemacht, zumindest für eine Weile, weil es wirklich warm war. Oder heiß. Ihr wisst, dass bei CCC-Events eine Regel gibt, die niemals verändert wurde. Und das heißt, bevor du ein Bild machst, bitte frag Leute nach ihrem Einverständnis. Und für mehrere Jahre jetzt haben wir jemanden, der ständig nach dem Einverständnis gefragt wird, ein Bild mit seiner Kamera zu machen von Leuten. Und dies ist eines der kleinen Höhepunkte von diesem Event. Etwas, das beim Kongress passiert, was passiert bei Kongressen dieser Größe, ist, dass Menschen Zeug verlieren. Eine Person, oh, wir wussten das nicht, dass alle Leute dachten, wer hat diese Schuhe verloren? Also, wenn ihr jedenfalls etwas vermisst, könnt ihr das immer noch beim Infodesk erfragen. Es gibt dort ein Fundbüro. Ihr könnt eure Sachen dort bekommen. Sie werden eine Weile nach dem Abschlussevent dort sein. Alles geht dann in die Logistik, in den Logistikbereich. Also ist sein Freund vielleicht auch da? Vielleicht wurde er dort abgegeben. Aber wie gesagt, Schuhe sind nicht das Einzige, was verloren ging. Es gibt auch dies. Gleiche Person, ernsthaft. Okay. Ich hätte es nicht erkannt. Okay, also wenn ihr etwas vermisst, um zum ersten Teil zurückzugehen, zurückzukommen, geht zum Infodesk, fragt, ob es dort gefunden wurde. Es ist sehr viel einfacher, auf dem Weg zurückzugeben, also von hier, als es nachher durch die Welt zu verschicken. Es gibt noch ein paar IP-Pakete, die übrig sind, aber ihr müsst bitte beweisen, dass es eure sind und nicht gespooft. Ihr habt einige Herausforderungen gestellt, uns einige davon, unter denen die Herausforderungen jeden Search Angel, das habe ich letzte Nacht gesehen. Ich denke, man muss dazu nichts mehr sagen. Und ihr erinnert euch an unsere kleine Herausforderung. Wir haben keinen Preis vorbereitet, weil wir dachten, dass niemand dies drucken könnte. Und so wie es war unmöglich. Ihr seht diese Linien, die da durch die Luft fliegen. 3D-Druck ist, glaube ich, noch nicht so richtig da. Aber ich denke, es ist jemand im Publikum, der ihre Versuche des 3D-Druckens vorstellen möchte. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Obelix. Ich muss dir ein Bier oder sowas kaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand so verrückt ist. Es dauerte 18 Stunden, um das zu drucken. Und das war die Zeit, der Aufwand, die Balance zwischen Zeit und Aufwand, um das bis 7 Uhr heute, bis zum Abschlussevent, fertig zu machen. Hier ist das ganze Video. Gibt es das Gesamtvideo für jemanden, der den ganzen Produktionsprozess genießen möchte? Ich weiß nicht. Leider nicht. Wir müssen noch Platz dafür machen. Etwas, was wir auch geredet haben bei der Eröffnungsfeier, ist die Engel. Und ich habe gehört, dass es, wenn wir das Logo gezeigt haben, insbesondere die URL, da war eine Peak beim Webserver. Sehr nett. Und insgesamt hatten wir, wenn wir die Nummer haben,
1350 aktive Engel. Diese Engel haben mehr als 15 Stunden Arbeit gemacht, bis jetzt. 15.000 Stunden. Ungefähr. Und ich bin sehr stolz zu sagen, dass wir die Anzahl von letzten Jahren überreicht haben. Was ich danach gelernt habe, ist, dass während des Openings wir die Nummer vom letzten Jahr schon übersprungen hatten. Wir engeln weiter. Unglücklicherweise war es nicht unser großartiger Vortrag, der euch gerufen hat, sondern ihr habt euch selber euch schon dabei gebracht und habt euch früh eingetragen. Sehr schön. Und ja, aber sogar jetzt, wo ein Kongress zum Ende kommt und das ist ein Endevent, es ist noch nicht am Ende. Es muss noch viel gemacht werden. Das ganze Haus muss sauber gemacht werden. Also bitte, wenn ihr jetzt geht, hilft überall, wo immer ihr auch ihr könnt. Ihr müsst nicht ein Engel sein, das zu machen. Einfach nur fragt, wo ihr helfen könnt. Nehmt Zeug mit, sammelt Müll, ist viel zu tun. Und jeder von uns möchte früh aufhören, sodass wir zu der Nachparty heute Abend gehen können. Ein kleines Bitte vom der Aufräumteam. Bitte helft nicht in einem Weg, wie ihr hofft zu helfen oder denkt zu helfen. Fragt beim Himmel, was genau zu tun ist, wo ihr helfen könnt. Okay, jetzt machen wir eine kleine Übung. Also kein Sport. Nein, kein Sport. Wir werden einen kleinen mentalen Ausflug machen, eine Traumreise. Und ich bitte euch, jetzt ganz ruhig zu sein. Schließt eure Augen und lehnt euch in euren Stühle zurück. Immer noch Geräusche. Und jetzt atmen wir langsam ein. Und dann atmen wir wieder aus. Und noch einmal. Einatmen und ausatmen. Und vor eurem inneren Auge seht ihr den Chaos. Das Chaos. Und ihr gebt eure Kraft dem linken Arm und die Anspannung des rechten Beins. Die atmet ein und aus. Erinnert euch, als ihr das erste Mal beim CCH angekommen wart und Fairy Dust da war und auf euch gewartet hat, erinnert, als ihr den Vortrag gesehen habt, auf den ihr seit Jahren gewartet habt, oder die ganze Zeit gewartet habt, erinnert ihr euch daran, als ihr nicht in den Vortrag gesehen seid und einen anderen sehen musstet, und er war so gut? Erinnert ihr euch daran, als ihr das erste Mal jemanden getroffen habt, den ihr bis nur aus dem Internet kanntet? Erinnert ihr euch daran, als ihr euren ersten nettes Getränk in der Lounge hattet? Wenn sie nicht so verraucht wäre. Erinnert ihr euch, als ihr fertig wurdet, jemanden getroffen habt und auf einmal ging die Sonne wieder auf? Remember. Erinnert euch daran, als ihr 2 Stunden Schlaf hattet, eine Nachricht und 6 Duschen. Erinnert ihr euch daran, als ihr was gelernt habt, wo ihr gedacht habt, dass ihr das nie verstehen würdet? Erinnert euch daran, wenn ihr das Leuchten in den Augen eines Kindes gesehen habt, das einen Robot rumgescheucht hat?
Erinnert euch daran, als ihr uns endlich den Sticker gefunden habt, den ihr den ganzen Tag gesucht habt. Erinnert euch daran, als ihr die ganzen coolen Kinderspielsachen gesehen habt und ihr wart... Neidisch, alle von Kindern benutzt wurden. Erinnert euch an dieses lustige T-Shirt, das diese eine Person trug. Erinnert euch, als ihr einen unfreiwilligen Schlummer hattet während eines Vortrags. Erinnert euch an all die inspirierenden, lustigen, gedankenreichen und unsinnigen Unterhaltungen. Und nun, bitte, nehmt das Gefühl, das ihr gerade jetzt habt, tragt es in euren Herzen als eine Quelle der Energie. Und jetzt möchten wir, dass ihr diese Energie loslasst, um all denen zu danken, nicht nur für ihre Arbeit am Kongress, sondern durch das ganze Jahr hindurch. Wenn ich bis drei zähle, lasst uns ekstatisch rufen und applaudieren, so laut, dass Lemmy Kilmister sich von den Toten erhebt, um über diesen Scheißlärm sich zu beschweren. 1, 2, 3. Lieblingsbilder vom Kongress. It doesn't work that way. So geht es nicht. Jetzt haben wir was. Jetzt gehen wir. So. Sollen wir es nochmal sagen? Feedback, Hashtag C3T. C3Lingo ist unser Twitter-Account. Zwei von internettechnischen Systemen breitet einmal weiter. Das macht neue Chancen und Free. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig. All diese Einrichtungen oder Firmen können. Um da anzurufen. Ich vertraue meinem Provider nicht. Ich vertraue dem Anbieter nicht. Ich vertraue dem Staat nicht. Aber ich ändere mein Verhalten nicht. Definitiv gefährlich. Ich vertraue Safe Harbor nicht. Ich vertraue meinem Airbag nicht. Ich vertraue dem aus Computer Club nicht. Und ehrlich gesagt, das nenne ich sorglos. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Warum? In manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung. Herr Range hat eine Pressekonferenz einberufen und in der hat er gesagt, dass der Justizminister unerträglich in die Unabhängigkeit der Justiz eingegriffen hat. Das kann man auch übersetzen.
in den Satz, bitte entlassen Sie mich in den Ruhestand, Herr Justizminister. Da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Da verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Lassen Sie mich dann ein Beispiel sagen. Sie können ein sicheres Auto haben mit Airbag. Sie können sich anschnallen. Sie können sich an die Verkehrsregeln halten. Wenn Sie aber trotzdem sorglos fahren, produzieren Sie einen Unfall. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sage ich vielen Dank für diese Okay.